geliefert und werde sie den gesamten Tag über durchs Programm führen. Und ich darf an dieser Stelle unsere Petra vorstellen. Sie hat gestern schon und wird auch noch die ganze Woche unsere Beiträge und die Moderationen in Gebärdensprache übersetzen. Ja, und dabei gucken wir alle in diese Kamera, ja? Also da unten in das Löchlein. Mittlerweile hat ja fast jeder ein Smartphone. Die Handys sterben so langsam aus. Greifen Sie doch mal in Ihre Tasche und halten Sie das hoch, was Sie dabei haben. Smartphone oder Handy? Ja, trauen Sie sich. Das eine oder andere sehe ich. Und nun dürfen Sie schauen, ob Sie Ihr mobiles Gerät auch auf lautlos gestellt haben und es direkt wieder in die Tasche stecken. Verdächtige E-Mails haben wir alle wahrscheinlich schon mal bekommen und sie gelöscht. Doch was passiert, wenn man auf diese E-Mails antwortet? Das hat sich unser nächster Gast gefragt und es ausprobiert. Bitte begrüßen Sie mit mir, mit einem dicken Applaus, please welcome James Feach. Convertible, so nennen die Amerikaner ein Cabriolet, eben weil es konvertibel ist. Und man ahnt es, das hat den gleichen Wortstamm wie der Konvertit, also jemand, der den Glauben gewechselt hat. Und das haben wir, denn als bekennende Mazda MX-5-Anhänger sind wir übergelaufen zu Fiat. Nicht Lux, sondern Lusso. Sein Look ist zwar kraftvoll, aber ebenso italienisch lässig. Und somit geht das Herbstfinale JTFO und JTFP auch schon wieder zu Ende. Die Schülerinnen und Schüler und alle Beteiligten können sich heute Abend noch auf die Abschlussveranstaltung freuen. Und da sind wir natürlich auch mit dabei. Benaja, das ist am See sitzen, die Füße im Wasser, Bierchen in der Hand und einfach die Seele baumeln lassen. Doch nun sind Sie heute hier live im Postbahnhof. Für Sie viel Spaß mit Vicky und Manuel von 48 Stunden. Und somit geht auch dieser Wettkampftag zu Ende. Morgen geht es nochmal ums Ganze und wir sind dann unter anderem beim Beachvolleyball und wir berichten vom Triathlon. Herzlich willkommen auf der IFA 2017 in der Halle 6.2. Wenn dein Dackel zu meinem Dackel nochmal Dackel sagt, kriegt dein Dackel von meinem Dackel so eine Gedackel, dass dein Dackel nicht mehr Dackel sagen kann. Und ihre Tour Seite an Seite ist gerade vorbei und jetzt ist sie aber hier für euch live in Falkenstein. Seid ihr bereit? Ich verabschiede mich jetzt von euch und wünsche euch ganz viel Spaß hier in Falkenstein mit Christina Stürmer. Ausschau-Sport TV ist natürlich auf Facebook und Twitter zu finden und alle Beiträge vom Deutschen Traber-Derby sind natürlich weiterhin online zu sehen. Ich sage Tschüss, bis morgen und bleibt sportlich. So geht die Handball-Europameisterschaft der Gehörlosen 2016 zu Ende.